Moin Moin, ich bin Tizian und wünsche euch viel Spaß bei einer neuen Folge Fallout 4. Weil ich ja, wie gesagt, der Spielstand und so. Nein. Escape. Ich will mal gucken, was hier drin ist. Siehst du, da ist nämlich noch was drin. Hier ist auch noch was drin. Da ist noch eine Milch. Flasche, eine leere. Oh fuck! Viecher! Was? Warum schießt die Verteidigungsanlage nicht? Okay. Alles noch dran. Da ist sie erstmal mit der Hand auf die Kakerlaken losgegangen, wa? Krasse Scheiße. Sie sich erstmal gesagt, jo, läuft. YOLO. Und ich laufe weg. Ich wollte eigentlich die Verteidigungsanlagen, dass die das erledigen. Aber, die haben sich dann auch gesagt, nö, wollen wir nicht. Oh, hier ist eine Kiste. Gleich abgebrochen. Gleich zum Anfang abgebrochen. Sehr schön. Und dabei hätte ich gar nichts machen müssen. Das wär's. Aber dafür ist da eine neue Haarnadel drin. Das ist auch schön. Oh, cool. Medikamente sind immer gut. Die kann man tatsächlich immer gebrauchen. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich so wenig... Achso, ich habe auch nichts zu essen dabei, ne? Ich frage mich gerade, warum ich so wenig Energie eigentlich habe. Ganz komisch. So, das auf jeden Fall... Nein. Hund nach. Achso. Ah, geil. Ich könnte den Hund wegschicken. Wie geil ist das denn? Dass er da patrouilliert oder was? Das ist ja irgendwie... Das ist ja auch nice. Erste Hilfekiste. Dann könnte der Hund da quasi patrouillieren und ich würde mir einen anderen Helfer nehmen. Oh, ich glaube, draußen gewittert es gleich wieder, wa? Ah, es regnet. Das ist, Regen ist natürlich nicht schön, um draußen rumzulaufen, weil Regen ist Fallout. Immer noch. Benutze Ölkanne. Da kriegen wir doch ein bisschen Öl raus. Dann werden wir gleich mal eine Quickreise machen, rüber zur Oberlandstation. Und da noch ein bisschen weiter aufbauen, dass die halt Verteidigungsanlagen technisch ein bisschen was haben. Und vielleicht auch, wir könnten eigentlich gucken, dass wir das Ding da ein bisschen ausbauen. Obwohl, vielleicht bauen wir auch was anderes aus. Ja, Regen halt, ne? Weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade radioaktiv verseucht werde. Aber rein theoretisch müsste ich das eigentlich, weil... Oh, guck mal, Schraubendreher. Ist hier das Haus auch noch voll? Ne, hier war ich hier nicht gerade? War ich da gerade? Ne, aber da war ich schon mal. Da war ich schon mal und da habe ich schon mal einen Teil weggeholt. Ich glaube, jetzt bin ich... Oh, das ist noch ein Haus. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich aber endlich mal fertig. Und dann sehe ich hier noch ein Haus, wo alles voll ist. Oh no. Man kann sich... Oh, hallo. Man kann sich echt verlaufen, ne? Provisorische Bombe entschärfen. Da muss was Gutes drin sein. Ah, da ist er. Cool. Cool. Alles nehmen. Gut, cool. Der ist noch... Was ist das denn für ein Terminal? Passwort erforderlich. Ja, Passwort erforderlich. Hahaha. Für den Hacker. Tizian, kein Thema. Null Zugriff. Also null Treffer. Also E kann es nicht sein. E kann es nicht sein. Das kann es sein. Auch null, okay. E kann es nicht sein.
S hatten wir auch noch nicht. Das hatten wir noch nicht. D hatten wir aber. Ne, D hatten wir auch noch nicht. Oh, oh. Also, jetzt haben wir Ost. Oh ne, Host kann das nicht sein. With. W, I. Aber I hatten wir bei Kill, ne? Ja. Peace kann es auch nicht sein wegen E. Kann es auch nicht sein wegen E. Hatte ich schon was wegen B? Ja, hatte ich auch schon. Kann es auch nicht sein. Sand, Pets, Hans? Hans. Kann es auch nicht sein, weil wir Doc schon hatten. Wife kann es auch nicht sein, hatten wir auch schon. Hä? Sie verarschen. Wir hatten noch null Treffer. Wir hatten null Treffer bei, bei Ben. Das heißt, alles, was mit E ist, können wir ausschließen. So, Docs hatten wir auch probiert. Das ging auch nicht. Interessant. Terminal wurde gesperrt. Für 30 Sekunden oder so, ne? Ich kann den Terminal auch einfach entwerten und dann war es das mit dem Terminal. So, wahrscheinlich kriege ich das jetzt gleich beim ersten Mal hin. Da ist schon wieder Dust. More Sand. Kann man hier auch. Okay. Null Treffer. D ist ja D. More könnte es sein. Ist auch null Treffer. Ist E dabei. Spot. Ich hatte More, ne? Das kann nicht sein. Farm. Ich hatte ein R, hatte ich schon. Sets. Ich auch schon. R hatte ich auch. Nein, ich hatte ein E schon. Also da gab es ja auch keinen Treffer bei E. Dark? Ich hatte das D. T hatten wir auch schon. Bin ich denn blöd? Also es war doch so, ne? Dass wenn irgendwie ein Buchstabe passt, dass ich angezeigt kriege. Okay, wir lassen den Terminal mal stehen. Den Rest entwerte ich. Der Rest wird jetzt verwertet hier. Scheiße, Schnauze voll. Was, den kann ich nicht verwerten, oder was? Doch. Verwerten wir mal alles hier. Ich will nämlich den Roboter haben, der hier irgendwo ist. Oh. Oh. Oh, Pistole, oh. Was kann das denn für eine Robotersteuerung sein eigentlich? Die wird jetzt ja wohl nicht irgendwo aus dem Boden auf einmal der Mega-Kampfroboter. Also den Stuhl kann ich nicht entwerten, wenn du da drauf, verwerten, wenn du da drauf bist, ne? Wenn du da drauf sitzt. Das wäre ein wenig unfair. Hier gegenüber, was ist das da? Ach, Netflix. Kann ich nicht verwerten? Ne, dann. Dann lass es mal erstmal liegen und dann sammeln wir das gleich auf. So, Teppich. Das haben wir. Ist hier irgendwo ein Roboterpferd? Ist das die Steuerung für das Roboterpferd? Das wäre cool. Dann hätten wir ja einen Roboter-Pony, mit dem wir durchs Ödland reiten können. Oh, wie geil. Ah, du bist aufgestanden. Dann kann ich ja den Stuhl verwerten. Den Stuhl. Den Sessel. Kann ich einmal kurz den Sessel zu was Guten verarbeiten. Küchenwaage. Wer braucht denn eine Küchenwaage? Das machen wir hier alles im Ödland mit Pima-Auge. Weg. Alles Pima-Auge. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, ey Tizi, das sieht ja voll trostlos aus bei dir in der Siedlung. Ja, stimmt. Es ist ja auch trostlos. Aber erstmal brauchen wir Materialien und... Alter, du gehst mir schon wieder rum. Du sitzt schon wieder rum, ne? Ist nichts zu tun? Wie kann ich hier was zuweisen? Befehlen, Enter. Los, abbrechen, los.
Wohin denn los? Was für ein, was, das ist eine beschissene Steuerung irgendwie. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Was war denn noch gewesen? War da noch was? Nee. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles, ne? So, pass mal auf. Ich probiere jetzt noch einmal mein Glück. Passwort erforderlich. Ich sage, es ist Base. Ein Treffer. Oh, ein Treffer? Dann kann es ja auch alles sein wieder, ne? Da habe ich doch lieber keinen Treffer. Also es kann irgendwas mit... Kann es irgendwas mit B sein? Oder kann es nur was mit B sein? Gab auch einen Treffer. Na, natürlich haben die jetzt... Ach du Scheiße, haben die viele gleiche Buchstaben. Und es gab nur einen Treffer. Also... Also es ist schon mal kein E. Das ist schon mal cool. Also es könnte ein A, B, S sein. Es könnte ein A oder ein S sein. Oder es könnte natürlich auch jetzt ein N sein, weil das kam in beiden nicht vor. Sperrung eingeleitet. Leck mich doch am Arsch, ey. Ist wahrscheinlich eh nix. Ist eh nix Tolles. Aber zerstören will ich es auch noch nicht. Gut. Was habe ich denn jetzt so an Materialien eigentlich bei mir? Kann ich irgendwie großartig was bauen? Wenn es jetzt so um Schutzanlagen geht und so weiter. Türme. Schaltkreise habe ich einige dabei. Zahnräder habe ich da ein bisschen was dabei. Monitor habe ich auch was dabei. Ja, da habe ich noch nicht den Skill. Glasfaser, bla bla bla. Ja, Energie und so. Kann ich Energie bauen ohne Probleme? Generatoren? Was brauche ich dafür nichts oder was? Kann ich einen Generator einfach so bauen oder was? Lol. Produziert 5. Generator groß. Ach, der braucht dann wieder Materialien und die kleinen nicht oder was? Lol. Oh, Windrad. Sehr schön. Fusion. Ja, wir kommen ja gerade aus einer Zeit, wo wir sehr gerne mit Radioaktivität rumgespielt haben. Druckplatte. Ah, cool. Laserstrahlennetz. Was ist denn? Gib den Entschärfenspann ab für dein Umschlusstempo. Okay. Schalte kurz die Energie ein, wenn er beschossen wird. Achso, Beschuss. Das ist ja alles interessant hier. Energiezähler. Auch interessant. Ja, das hätten wir. Das wäre cool. Und Strukturen hätten wir auch einigermaßen was. Da können wir auch ein bisschen was bauen, oder? Lagerhäuser. Ja, sowas würde eigentlich auch alles gehen. Rampen. Und. Also das würde schon ein bisschen was... Hier liegt schon wieder so viel Müll drum, oder? Hier liegt es immer noch rum. Immer noch oder schon wieder? Nee, schon... ich bin, glaube ich, vorher nicht hier entlang gegangen wieder. Ich bin hier nicht wieder vorbeigegangen. Ist denn jetzt der Regen eigentlich gar nicht mehr radioaktiv? Der runterkommt? Ich hatte das Gefühl, das letzte Mal... Ich hatte so das Gefühl, dass ich mich hier radioaktiv verseuche, wenn ich hier draußen rumrenne, bei Regen. Hallo. Na, wow, ist klar. Ihr könnt mal die Straße ein bisschen sauber machen, Jungs. Was haltet ihr davon? Nix, ne? War klar. So, lass mal ein bisschen was zu essen brutzeln. Und zwar... hätte ich gerne... Ach du Scheiße, habe ich schon wieder so viel Zeug in der Tasche. Schmeiß mir jetzt erstmal hier den ganzen Schrott wieder rein. Denn lass mal gucken, was wir an Munition wieder gefunden haben. Munition und Waffe. Da sind nämlich schon wieder einige Sachen. Waffen sind schon wieder zusammengekommen.
So, Munition. Munition. Diverses. Munition, bitte. Krass, wie viel. Ah, ich habe das dann trotzdem alles. Trotzdem die Munition, die irgendwo drinne war, habe ich dann gleich aufgenommen. Plasmakartuschen, interessant. So, Klamotten habe ich auch anscheinend gefunden. Genau. Hier, sauberes, cremefarbenes Kleid. Sowas wollte ich schon immer mal anziehen. Nicht. Achso, fuck, das habe ich jetzt da reingelegt, ne? Sauberes, cremefarbenes Kleid. Da. Das wollte ich hier in die Kommode reinlegen. Das ist das Problem daran, ne? Wenn du, wenn die Kisten übereinander sind und, ja, man nicht drauf achtet. Was hatte ich jetzt noch in der Tasche? Was hatte ich noch in der Tasche? War da noch was? Aufbereitetes Wasser, genau. Was ist das? Das ist auch was zu essen, ne? Oh, Brew Pack. Das ist auch was zu essen? Da ist noch Kuchen. Ach ja, ich habe ja einen Haufen Zeug aus dem Dings mitgenommen, ne? Ein Haufen Zeug aus dem Bunker. Kaugummi. Nuka Sherry, Nuka Cola. Da ist noch Kakerlakenfleisch, genau. Red Away. Krass, Sticks. Da sind noch Beeren, da ist noch Ei, da ist noch das, da ist noch ein Brei. Okay, ich hätte auch gerne ein bisschen Fleisch jetzt, was ich dann mir mal aufbereiten, zubereiten kann. Und zwar nehme ich hier Fleisch vom Mischlingshund, dann nehmen wir alles. Ich möchte nämlich ein bisschen was essen, damit ich mal wieder fit werde. Braten. Köterkeule. Anfertigen. Ja, kochen. Krieg mal Skill, dafür kriegst du Dings. Geil. So, was kann ich denn? Suppen kann ich auch viel machen, ne? Karotte. Und was? Unsichtbar für 10 Sekunden? Alter, wie krass ist das denn? Strahlungsresistent für 30 Minuten. 2% EP mehr für 2 Stunden. Wie geil sind denn die Rezepte, bitteschön? Das sehe ich ja jetzt erst. Geil. Ja, verlassen. Oh, coole Sonnenbrille. Dude. Diverses. Wo ist denn mein Essen? Da, Köderkeule. Lecker. Gewicht, Wert, TP 40. Hat das jetzt was gebracht? Wären wir jetzt langsam mal voll? Ja, geil, voll. Gut, jetzt brauchen wir, ich gehe ja raus, ne? Ich will ja rausgehen. Das heißt, wir brauchen Munition und eine Waffe. Jo, alles klar. Oh, Alter. No! Obwohl, jetzt habe ich alles eingesteckt, ne? Ja, pass mal auf, dann machen wir mal Folgendes, wenn wir eh schon alles eingesteckt haben. Ich bin viel zu schwer. Ist das der Waffentisch oder ist das die Rüstungsbank? Dann gehen wir mal an den Waffentisch und verwerten mal so ein paar Waffen, die ich überhaupt nicht brauche. Ist das vielleicht auch ganz gut, dass wir mal alles in der Tasche haben. Guck mal hier, brauche ich nicht. Also ich brauche davon keine 4 Stück. So, Impro-Pistole brauchen wir alle nicht. Komisches Geräusch. Der Revolver ist cool, aber ich glaube, ich habe auch einen richtigen Revolver, oder? Behalten wir erstmal. Jagdgewehr finde ich uninteressant. Was? Revolver? Nein, auf gar keinen Fall. Kampfmesser finde ich uninteressant. Kreuzschlüssel finde ich uninteressant. Lasergewehr finde ich sehr interessant. Laserpistole auch. Machete? Nö. Minigun behalten wir. Planken können weg. Gar keine, da gibt es gar keinen Hin und Her. Schlagring, weg. Ja, die habe ich ein bisschen ausgebaut, ne? Das Gewehr, das behalten wir auch erstmal. Beziehungsweise, oh ne, das ist nicht das, was ich ausgebaut habe, sondern das habe ich gefunden, ne? So, meine Freunde, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.